Ich sitze jetzt in der Lounge von Air Berlin und frühstücke was. Richtig gesund ist das zwar nicht, aber was soll's. Ich lese gerade Stephen Hawking, eine kurze Geschichte der Zeit. Da geht es um die Relativität. Sorry, guck mal, ich kann es nicht mehr aussprechen. Echt harter Tobak, aber macht Spaß, das zu lesen. Dauert aber lange, bis man da mal ein bisschen was versteht. Das ist doch unfassbar, oder? Wir wissen heute, dass unsere Galaxis nur eine von einigen 100 Milliarden ist, die man mit Hilfe moderner Teleskope erkennen kann, und jede dieser Galaxien umfasst einige 100 Milliarden Sterne. Boah. Wir sind ein Nichts, wir sind ein Atomkrümelchen vom kleinen Finger einer viel größeren, ja, Macht nicht, aber eines viel größeren Wesens. Jetzt gibt es wieder die obligatorische Currywurst bei Air Berlin. In Berlin gelandet und jetzt gehe ich zum Hotel, wo das Meeting stattfindet. Ich sitze jetzt im Innenhof des Hotels in Berlin, total romantisch und schön und klein und fein, und warte, dass das Meeting losgeht. Das Meeting ist vorbei und ich esse jetzt einen schönen Salat im schönen Berlin. Boah. Ich habe fein einen Salat gegessen, trinke jetzt noch ein Cappuccino hier in diesem wunderschönen Innenhof des Hotels in Berlin. Jetzt liege ich hier im Berliner Hotelzimmer und es blitzt und donnert immer noch. Also das ist jetzt bestimmt schon seit einer Dreiviertelstunde. Wahnsinn! Eine kurze, echt tolle Sache noch. Eben vorhin rief mein Sohn mich an und sagte, er hätte jetzt alle meine Videos gesehen und ihm ist aufgefallen, dass ich Kohlehydrate geschrieben habe statt Kohlenhydrate, und er hätte sich erkundigt, das heißt Kohlenhydrate. Mein Schatz, du hast recht, ich werde es sofort ab jetzt richtig schreiben. Dankeschön und gute Nacht allerseits.